Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Unser Thema heute Erasmus. Was das ist, werden wir gleich erklären. Und dazu begrüße ich die Leiterin des Internationalen Offices oder Internationales Büro, Trudi Ackermann an der Universität Liechtenstein. Grüß Gott. Guten Tag. Ja, fangen wir gleich an. Was ist Erasmus eigentlich? Erasmus ist ein Bildungsprogramm von der Europäischen Union und ermöglicht Studierenden, Dozierenden oder Mitarbeitenden von Universitäten, einen Austausch zu machen innerhalb von Europa. Das heißt sozusagen, jeder Student oder auch jeder Dozent oder Professor auf der Universität Liechtenstein kann im Rahmen des Erasmus-Programms so einen Austausch machen und auf einer anderen Universität ein Semester, zwei Semester verbringen? Genau, also bei den Studierenden ist es so, dass die gehen meistens ein oder zwei Semester. Sie können auch ein Praktikum machen, da ist das Minimum drei Monate. Und für Mitarbeitende ist es so, die können fünf Tage gehen, also müssen mindestens fünf Tage gehen, es kann auch länger sein. Und für Professoren sind es, ich glaube, Minimum fünf Lektionen, aber kann sich auch länger dahin ziehen. Also das wäre so eine Blockveranstaltung. So eine Blockveranstaltung, ja genau. Jetzt glaube ich, das Spannendste sind ja die Studenten. Mhm. Für die ist es ja ursprünglich, glaube ich, auch in erster Linie gedacht. Funktioniert so, dass jemand, der auf der Universität in Liechtenstein studiert, sich einfach was wünschen kann aus einer Liste? Oder gibt es eine Liste, mit der solche Kooperationen eingegangen sind? Ja, wir haben ein Partnernetzwerk in Europa und das sind ausgesuchte Partner, mit denen wir kooperieren, austauschen und mit denen haben wir auch Verträge. Das heißt, wenn innerhalb vom Erasmus-Programm Universitäten austauschen möchten, dann brauchen sie einen sogenannten Vertrag. Solcher Austausch muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen, also wir schicken einen nach Barcelona, daher muss einer aus Barcelona nach Liechtenstein kommen, oder ist das einfach ein Gesamtpaket? Das ist ein Gesamtpaket. Also es wäre ideal, man macht das eigentlich so ab, wenn man die Verträge unterschreibt. Wir machen meistens zwei, höchstens drei von derselben Uni. Und dann haben wir aber Universitäten, wo wir eigentlich praktisch nur hinschicken. Und dann gibt es Universitäten, die praktisch nur uns schicken. Also so, es gleicht sich dann etwa aus. In der Summe gleicht sich's aus, ja. Jetzt nehme ich an, da gibt es bestimmte Wunschuniversitäten, die sehr oft drankommen und vielleicht andere Universitäten, die nicht ganz so oft drankommen. Gibt es eine Hitliste? Ja, also unsere Studierenden gehen sehr, sehr gern nach England und wir tauschen ja auch mit anderen Ländern, Drittstaaten sogenannten aus, also Amerika oder Australien oder China und so weiter. Das heben wir uns noch auf. Ja, ja. Das ist ganz spannend. Genau. Aber wir machen mal zuerst Europa. Ja, ja. Das heißt England. Oder Amerika, einfach englischsprachig. Englischsprachig. Aber dann innerhalb von Europa gehen die Studierenden auch sehr gern in die nordischen Länder, nach Skandinavien. Jetzt ist es doch, glaube ich, so, dass man eigentlich mit Englisch an den meisten Universitäten durchkommt, also auch wenn es exotische Sprachen sind, also etwa Finnland oder so, ja, reicht in der Regel Englisch. Ja, mittlerweile ist es so, dass praktisch alle unsere Partneruniversitäten englische Module und Programme anbieten. Es gibt noch so ein, zwei, Spanien, wo es nicht so ist, und dort gehen dann einfach Studierende hin, die schon gut Spanisch können. Jetzt das Besondere am Erasmus ist nicht nur, dass man ein Semester oder zwei Semester im Ausland verbringt, sondern diese Zeit wird ja auf das Studium angerechnet. Ja genau, das ist Teil der Idee, dass die Studierenden kein Semester verlieren und dass die Module, die sie im Ausland besuchen, anerkannt werden bei uns an der Uni. Das heißt, sie verlieren nichts. Das heißt aber umgekehrt auch, er muss sich eine Universität aussuchen, die zu seinem Studium passt. Ja, also natürlich suchen wir uns schon die Unis im Voraus so aus, dass wir wissen, okay, die bieten ungefähr die ähnliche Programme an wie wir. Sind nie dieselben. Jede Uni hat irgendwie einen spezielle Studiengänge mit speziellen Modulen, aber in Summe etwa ähnlich. Das heißt dann, wenn Sie so eine Kooperation eingehen mit einer Universität, dann müssen Sie auch mit den Institutsleitern in Liechtenstein abstimmen. Ist das Programm etwas, was wir auch anerkennen können, was den Studenten auch etwas bringt, oder passt das einfach nicht in unser Konzept? Ja, genau. Also man macht sich vorher Gedanken mit den Studiengängen, was wären gute Partnerschaften für uns, oder es kommen auch immer wieder Unis auf uns zu, die gesehen haben, dass das etwa passen würde, und dann wird das aber im größeren Gremium besprochen und angeschaut, passt das etwa, und dann macht man einen Vertrag. Und ja, das ist natürlich Voraussetzung, und die Studierenden erhalten einen sogenannten Studienvertrag, bevor sie gehen. Das heißt, die schauen sich die Module an,
die angeboten werden bei der Gastuni, wählen sich diese aus im Voraus und dann schaut man, okay, kann das anerkannt werden oder nicht. Und dann wird es unterschrieben vom Studierenden, von der Gasthochschule und von uns, sogenannter Studienvertrag. Muss der Student, wenn er vom Erasmus-Programm zurückkommt, dann noch irgendeine Prüfung ablegen oder es zählen dann die Prüfungen, die er im Ausland gemacht hat? Nein, das ist Voraussetzung, dass die Prüfungen im Ausland... Die zählen, also die diese zählen. Punkte, die es da gibt, genau. Die zählen dann in seinen genau. Gesamtstudienplan. Genau, also Sie kriegen ja, man hat ja dieses ECTS-Punktesystem eingeführt, gerade aus diesem Grund, dass das vergleichbar wird, dass man nicht sagt, oh, dieser Kurs hat viel mehr Stunden als unsere, das ist nicht vergleichbar, sondern die haben jetzt alle dasselbe Kreditpunktesystem, ECTS, und dann ein Semester ist in der Regel 30 ECTS, 30 Punkte. Einige machen vielleicht ein bisschen mehr, andere machen ein bisschen weniger, je nachdem. Jetzt gibt es in Liechtenstein so zwei große Fachrichtungen. Das eine sind die Architekten und das andere ist Wirtschaft und Recht. Wirtschaftswissenschaften, ja. Gibt es einen Unterschied? Dürfen alle, können alle oder gibt es sozusagen auch ein Muss für bestimmte Studienrichtungen? Die müssen auch einmal ins Ausland gehen, sonst gibt es keinen Studienabschluss. Also bei uns ist es so, bei den Architekten, die müssen innerhalb vom Masterstudium ins fremdsprachige Ausland. Also Bachelor geht im Inland, kein Problem, aber kein wenn Problem. Er Master werden möchte, dann muss er einmal ins fremdsprachige Ausland. Einmal ins fremdsprachige also Ausland. Also kein Österreich, kein Schweiz, kein Deutschland. So ist es. Außer wir haben natürlich mittlerweile sehr viele internationale, reguläre Studierende, die von irgendwo herkommen. Die dürfen dann auch nach Österreich oder nach Deutschland. Die dürfen nach Österreich, die dürfen nach Deutschland, die müssen dann nicht unbedingt, weil die... Weil die sowieso schon eine zweite Sprache haben. Weil sie schon eine zweite Sprache haben und weil sie ja, indem sie in Liechtenstein sind, schon diese Auslandserfahrung haben selber. Aber sie dürfen natürlich, wenn sie wollen. Und die gehen dann zum Teil gerne an deutschsprachige Unis, also nach München oder nach Potsdam oder nach Wien zum Beispiel. Jetzt ist es so, dass für einen Studenten oder für viele Studenten Geld eine Rolle spielt. Wie wird sowas finanziert? Kostet ja? Also es ist so, dass Erasmus ist ein Stipendienprogramm. Das heißt, es gibt Stipendien über die EU und die werden verwaltet von unserer nationalen Agentur, der Agentur für internationale Bildungsangelegenheiten, der AIBA. Und wir suchen dann jedes Jahr an und sagen, okay, im nächsten Jahr möchten wir 40 Studierende ins Ausland schicken über Erasmus. Und dann kriegen wir diesen Zuschuss und wir geben die Stipendien dann weiter an die Studierenden. Und die sind abgestuft, je nach Land, also in teure Länder kriegen sie mehr, die günstigen Länder gibt es ein bisschen weniger Lebenshaltungskosten. Schweden wird ein bisschen mehr kosten als vielleicht Griechenland oder so Spanien. Ist es. Ja, genau, so ist es. Und durch das, dass die Uni Liechtenstein eigentlich die einzige Uni ist in Liechtenstein, die am Erasmus-Programm teilnimmt, können wir die Maximalstipendien den Studierenden geben. Und das ist natürlich toll. Wie ist es, die Nachfrage nach Erasmus-Studienplätzen ist größer als das Angebot? Muss man Auswahl treffen oder das hält sich die Waage? Also im Moment ist es so, dass wir jeden Studierenden schicken können. Also jeder, der möchte, wird geschickt, vielleicht nicht dorthin, wo er in erster Linie hin möchte. Aber jeder kann bei uns gehen, das ist nicht überall so. Ja. Also das ist schon eine Besonderheit in Liechtenstein. Das ist eine Besonderheit, würde ich sagen, ja. Jetzt haben Sie es vorher, nein, bleiben wir noch kurz bei den Kosten. Also, aber es reicht nicht, ja. Ja, Studium kostet, am teuersten ist das Wohnen und das muss sich der Student selber kümmern? Es kommt drauf an. Also es gibt Gastunis, die helfen den Incomings, man nennt die Studierenden, die kommen Incomings. Man hilft den Incomings, entweder werden sie im eigenen Wohnheim untergebracht oder es gibt WGs und so weiter. Es gibt Unis in den großen Hauptstädten, da ist es oft schwierig. Die kümmern sich nicht darum, das ist dann Aufgabe vom Studenten, das zu lösen. Es heißt nicht, die kümmern sich nicht darum, sondern es ist einfach so überlastet, dass es ganz schwierig ist. Also wir haben Studierende gehabt, die haben die ersten paar Wochen gecampt. Die waren in Amsterdam, waren auf dem Campingplatz, weil es einfach nichts gab. Zelt und Schlafsack. Zelt und Schlafsack, das haben wir auch schon gehabt. Und Wohnungssuche ist nicht einfach. Jetzt, wenn wir es umdrehen, Studenten, die nach Liechtenstein kommen, haben die Hilfe auf der Uni zu erwarten, weil Liechtenstein ist auch teuer zum Wohnen? Ja, also wir haben einerseits ja ein Wohnheim, vor ein paar Jahren ein Wohnheim gebaut
Und die meisten Erasmus-Studierenden gehen dann ins Wohnheim. Man bietet das ihnen an, man kann niemanden zwingen natürlich. Aber die aber meisten sie haben die sind Möglichkeit. Froh. Sie haben die Möglichkeit. Oder wir haben private Anbieter, die bei uns anrufen und sagen, ich habe diese Wohnung oder ein Zimmer zu vermieten, und dann wird das so weitervermittelt. Jetzt zur Höhe des Stipendiums, reicht es, wenn man als Student sparsam ist, oder muss man noch ein bisschen was dazu verdienen oder die Eltern um Unterstützung bitten? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht, also auch in einem Billigland? Nee, das wird nicht reichen. Also das, man das muss, heißt, das erfordert ein zusätzliches Engagement? Ein zusätzliches Engagement, aber ich meine, das müssen Studierende hier ja auch, also man kann bei den Eltern wohnen. Ja. Jetzt haben Sie es vorher erwähnt, Erasmus-Programm ist ja im Prinzip auf Europa oder für Europa gedacht, EU gefördert, aber es gibt auch die Möglichkeit, über Europa hinaus auszutauschen. Also Erasmus hat, also die EU hat auch ein sogenanntes Erasmus Mundus Programm. Das ist für Projekte mit außereuropäischen Ländern. Und das heißt Erasmus Mundus. Und da waren wir vor ein paar Jahren bei einem Austauschprojekt dabei. Da haben wir kooperiert mit Indien, mit Japan, Pakistan, Bhutan. Es war ein sehr spannendes Projekt. Ich habe in Erinnerung von einem Gespräch, es gab auch eine Kooperation mit Shanghai. Ich nehme an, Shanghai hat mehr Studenten als Liechtenstein Einwohner. Ja, ich glaube, die Uni hat mindestens 40.000 Studierende, und das ist schon eine kleine Stadt für sich da. Das ist eine große Herausforderung, wenn jemand von dieser kleinen, gemütlichen Universität in Liechtenstein dann auf einmal in Shanghai landet. Das ist sicher herausfordernd. Und, aber unsere Studierenden packen das eigentlich erstaunlich gut. Und oft ist es ja der Wunsch, in die große, weite Welt zu kommen und mal was anderes zu sehen. Und die können sich dann auch relativ gut auf die Dinge einlassen. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Also die Studierenden, die in Shanghai waren, die sind schon mit vielen Erfahrungen und Eindrücken zurückgekommen, die man zum Teil manchmal auch in Gesprächen dann nochmal reflektieren muss und verarbeiten muss. Das ist schon so. Die sind dann gestellt fürs Leben. Ich denke schon. Also einer hat gesagt, dass der war in Shanghai, hat gesagt, das Ausland hat mich heimisch gemacht. Das ist eine interessante Aussage, oder? Ja, aber als Wiener in der Ferne kann ich das verstehen. Okay. Ich glaube, die Heimat zählt erst dann, wenn sie nicht selbstverständlich ist, und dann bekommt sie einen anderen Wert. Aber es ist ja umgekehrt, es ist ja auch für die anderen nicht leicht. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal eine chinesische Studentin gehabt, die einen Film über Liechtenstein gemacht hat. Für die ist es ja umgekehrt auch wieder schwer, weil doch die Lebenshaltung hier ganz anders abläuft, die Integration anders abläuft. Landen die dann auch bei Ihnen mit ihren Sorgen? Ja, das gibt's auch. Also das ist umgekehrt genau die gleiche Geschichte. Also oft ist es ja auch das erste Mal, dass man von der Familie weg ist. Also da kann schon Heimweh dazu kommen. Und natürlich, je größer die kulturellen Unterschiede sind, desto schwieriger ist es, desto mehr muss man verarbeiten und damit zurechtkommen. Ich hatte ein ganz lustiges Beispiel. Kam ein mexikanischer Student zu mir und sagt, wieso halten hier die Leute ihre Kühe in den Gärten? Und ich habe gar nicht verstanden, was er damit meint. Und dann gesagt, ja, was meinst du? Ja, alle Kühe sind in den Gärten. Das heißt, er kam aus dem großen, weiten Mexiko mit den großen Ranches und kommt nach Liechtenstein und sagt, sieht einen kleinen Bauernhof mit Kühen halt nichts, also neben dem Haus, und hat das Gefühl gehabt, ja, das ist ja der Garten, oder? Also ganz, ganz lustig. Es gibt auch ganz lustige Sachen, die passieren. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem Studenten, der, glaube ich, in Indien war. Der hat auch einiges erlebt. Der war ja nicht allein, es war eine größere Gruppe. Ja, die waren zu viert. Das war innerhalb vom Mundus-Projekt. Und einer der Studierenden, also der war schon öfters weg. Der war auch nicht mehr so jung, mit viel Erfahrung. Aber der ist so krank geworden, dass er das Auslandsstudium abbrechen musste. Es war irgendeine Lebensmittelvergiftung. Und das hat er dann nicht mehr gepackt. Das kommt ja dazu, nicht, dass es gibt auf der Uni eine Mensa, aber die Mensa ist nicht so wie bei McDonald's weltweit die gleiche, sondern die ist eben sehr spezifisch. Die ist, ja, natürlich. Und wenn man sich das nicht gewohnt ist, dann kann das schon schwierig sein. Also das ist nicht innerhalb von Europa, da ist es ja geregelt. Also da ist die Kultur auch nicht so unterschiedlich. Klar ist es anders in Spanien als zum Beispiel in Island oder in der Türkei oder in Finnland. Da gibt es viele Unterschiede. Und trotzdem ist es nicht so
unterschiedlich wie zum Beispiel, wenn man jetzt nach Asien geht, auch von der Hygiene her. Es ist einfach was ganz anderes. Reisekosten muss der Student bezahlen? Ja, Reisekosten werden selber bezahlt. Das heißt also? Also im Mundus, da haben die Studierenden die Reisekosten erstattet bekommen. Also bei diesen großen Reisen, genau, da kriegt man auch die Reisekosten. Da aber innerhalb von Europa muss man die Reisekosten selber machen. So ist es, ja. Jetzt haben wir sehr viel über die Studierenden. Zuerst müssen wir mal ein Resümee für unsere Zuschauer machen. Also wenn jetzt jemand vor der Entscheidung steht, Sohn, Tochter, denkt darüber nach. Mhm. Oder Enkelin oder was auch immer. Mhm. Ihre Erfahrung, Ihre Empfehlung, wenn jemand Erasmus machen möchte, dann soll er? Oder natürlich, man soll ihm zureden, das gehört einfach dazu heutzutage zur Ausbildung, dass man auch im Ausland gewesen ist. Also ich habe kürzlich mit einem Arbeitgeber gesprochen, hat gesagt, schau, wenn ich eine Bewerbung bekomme und ich sehe, die Person war im Ausland, also ich schaue nicht, welchen Inhalt die Person gemacht hat im Studium. Ich sehe, da ist eine Auslandserfahrung. Dann nehme ich die Person mit der Auslandserfahrung, weil die einfach auch mehr vom Leben gesehen haben. Und wie gesagt, manchmal auch oft durch schwierige Situationen gegangen sind und die gemeistert haben. Mussten sich bewähren. Auf einer 40.000 Studenten-Universität ist es ja schon eine Herausforderung, sich für die Kurse anzumelden, die richtigen Stellen zu finden. Ja, natürlich. Also allein das Programm zusammenzustellen, ist immer schon eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Und ich habe damals die einen Studenten besucht, als er in Shanghai war. Der ist dann mit mir einkaufen gegangen und der hat auf Chinesisch gehandelt für mich. Und das gehört zum Überleben dort. Also es war erstaunlich, in wie kurzer Zeit die sich dann auch anpassen können an so andere Umstände. Also müssen wir es weiterfassen, liebe Eltern, liebe Großeltern, nicht nur empfehlen, sondern zureden, ja, wenn es die Chance gibt. Und in Liechtenstein gibt es diese Chance, jeder, der möchte, kann. Kann gehen, jeder, absolut. Der möchte, kann gehen. Absolut. Jetzt haben wir massiv über die Studenten geredet, aber das ist ja ein Programm nicht nur für die Studenten, sondern auch für die Dozenten und für die Professoren. Mhm. Wie fleißig nehmen das die Liechtensteiner in Anspruch, also die Professoren und Dozenten auf der Liechtensteiner Universität? Also wir haben einerseits vor allem die Architektur lädt immer bewusst die Kritiker ein für die Zwischenkritiken und die Endkritiken der Studierenden. Also das sind immer internationale Experten auch dabei. Also die kommen zu solchen Blogveranstaltungen und dann... Genau, die kommen also zu uns und auch die Architekten, die nehmen das gern und auch die von den Wirtschaftswissenschaften, vor allem die Jüngeren. Die Eltern haben auch oft einfach ein großes Pensum. Es ist nicht so einfach, dann einfach wegzugehen. Aber das wird schon gern in Anspruch genommen. Und mit den Mitarbeitenden ist es so, dass wir es in die Personalförderung reingenommen haben. Das heißt, es ist wie eine Weiterbildung, wird das angeboten und ist sehr spannend, wenn man mal so eine Woche eine andere Uni irgendwo besuchen kann. Die Unis bieten dann auch spezielle Programme an, wo dann in einer Woche ganz viele von ihren Partnern kommen. Und das ist dann ein sehr strukturiertes Programm und dann kriegt man Einblick in die ganze Uni. Und man lernt sehr viel. Also man sieht, wie es andere organisieren. Und es gibt oft auch Motivation wieder nachher, mal was anderes auszuprobieren. Jetzt ist ja unser Gespräch nicht zufällig. Erasmus gibt es ja schon lang, nämlich genau seit wie vielen Jahren? Seit 25 Jahren. Also Jubiläum. Ja. Jubiläum dieses Jahr, ja. Gibt es eine Bilanz? Oder ich meine, in der Summe ist es klar, es hat wahrscheinlich massiv dazu beigetragen, dass also mehr Informationen ausgetauscht werden, vor allem in Europa. Gibt es eine Bilanz? Gibt es Zahlen, wo man sagen kann, ich weiß nicht, so viele hunderttausende Studenten sind es gewesen? Ja, es sind 2,3 Millionen. Also sozusagen Millionen, nicht Hunderttausende. 2,3 Millionen. Die in dieser Zeit diesen Austausch gemacht haben. Eine Viertelmillion Dozierende und Mitarbeitende, die das in Anspruch genommen haben. Also es sind schon Zahlen. Es ist das größte Austauschprogramm weltweit und eines der erfolgreichsten auch. In Wirklichkeit hat man jetzt sozusagen an die Erfahrungen aus der Geschichte angeknüpft. Früher war es doch so, dass die Handwerksburschen, wenn sie ausgelernt waren, auf die Walz gingen. Mhm. Man sieht es auch in der Schweiz noch ab und zu. Ja, ja. Und das Ziel war einfach nur, bei einem anderen Meister zu lernen, wie machen es die anderen. Mhm. Das gilt zu einem gewissen Grundsatz auch für dieses Erasmus-Programm. Ja, also das Programm ist ja nach Erasmus von Rotterdam benannt. Und
Der ist auch viel rumgereist und hat für Toleranz, sage ich mal, geworben. War ein bedeutender Gelehrter in seiner Zeit. Gelehrter in seiner Zeit, war an der Uni Basel, hat sein Vermögen der Uni vermacht und daraus ist ein Austauschprogramm entstanden. Also es war so ein Begründer, es war ein Wegbereiter zu diesem Thema und hat Toleranz und Verständnis innerhalb der Kulturen. Schon zu dieser Zeit hat er gesehen, dass das wichtig ist. Und das hat man aufgenommen und nach ihm benannt. Und das ist natürlich auch Teil, also ein Teil ist Sprachkenntnisse natürlich zu verbessern oder eine neue Sprache auch zu lernen, weil oft gehen sie hin und lernen vielleicht noch Finnisch dazu. Mhm. Das heißt, der Unterricht ist in Englisch in Finnland, aber die Studierenden belegen natürlich Sprachkurse, bei uns auch. Mhm. Auch die Studierenden aus China oder aus Ägypten, die gehen in die deutschen Sprachkurse, weil sie auch möchten, dass sie sich in der Sprache des Landes verständigen können. Wollen auch mal in die Disco gehen oder ins Café. Genau, ist nicht so einfach in Liechtenstein, weil man spricht ja dann nicht Hochdeutsch, weil wir haben viele Studenten, die kommen und sprechen Deutsch und verstehen dann nichts. Sie sind dann erstaunt, dass sie da nichts verstehen. Genau, so ist es. Und dann geht es natürlich um Kompetenz wie interkulturelle Kompetenz, das ist heute sehr gefragt, wird auch unterrichtet zum Teil. Also wie arbeite ich nachher gewinnbringend in einem internationalen Team? Das ist ja heute für große Firmen ganz, ganz wichtig, dass die Menschen untereinander diese multikulturellen Teams, dass die Menschen untereinander ein gewisses Verhalten haben, wo sie sich trotz kulturellen Unterschieden gewinnbringend halt zusammenarbeiten können. Und das kann man natürlich schon lernen, da wird man sensibel dafür, man wird offener für andere Kulturen. Resümee, jeder, der will, auf der Uni Liechtenstein kann ins Ausland gehen und die Erfahrung aus 25 Jahren ist, man soll es tun. Man soll es tun, ist ein tolles Angebot. Vielen Dank für Ihren Besuch. Gern geschehen. Danke. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei, auch wenn vielleicht Ihre Kinder noch nicht auf die Uni gehen oder schon auf der Uni waren. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von 1FL TV. Dankeschön und auf Wiedersehen.